Moin zu YouTube, hier ist wieder mal euer René vom Blog. Willkommen zu einer weiteren Vorstellung von Karussell. Von der Oberhausener Sterngrade vor Leichnam Kirmes, die vom 30. Mai bis zum 4. Juni 2018 stattfindet. Also ist noch ein paar Tage hier. Wir sind hier gerade erst im Mai, ne? Den 6. Mai haben wir jetzt gerade. Jetzt schon auf, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also Großfahrgeschäfte stehen da einmal auf Mammutspur. Ist eine Wasserbahn, lassen Sie sich einladen zu einer Wasserfahrt. Durch die ewigen... Also lasst euch einladen von einer Wasserbahnfahrt. Auch so gesehen eine Wasserbahn. Dann steht da der Autoscooter Diamond. Natürlich darf kein zweiter Autoscooter auf einer größeren Kirmes fehlen. Also steht da auch der Autoscooter Loveri. Der. Okay. Dann steht da der Beachjumper. Der Beachjumper Jump, die einzigen Neuheit in Deutschland mit völlig neuen Fahrspaß. Schaukeln, schwingen, schweben, fliegen, der super Erlebnis. Das Beloop Riesenrad. Das Beloop Riesenrad gehört seit Jahrzehnten zu dem fast größten deutschen und europäischen Volksfesten. Es besteht durch LED-Technik. Ja, können sie auch mal dabei tun, ne? Dann steht da ein Breakdance. Nach dem Breakdance darf natürlich kein Zirkus fehlen. Der ist auch natürlich am Start. Denn natürlich darf auch kein Wellenflieger, ist aber ein normaler Wellenflieger. Dann darf auch keine Stange fehlen. Freak ist da. Steht denn da die Höhe? Jo. Gondel mit bis zu 130 km/h und bis in die Höhe von 42 Meter. Also ein 42 Meter Erlebnis. Dann darf natürlich Hexentanz auch nicht fehlen. Der spießige Fahrgeschäft Hexentanz aus dem Hause Mark Mann und Söhne ist ein Muss für jeden Kirmesliebhaber. Dann natürlich der Infinity von Hofnagels, darf auch nicht fehlen. Ist doch glaube ich Hofnagels. Komm so. Spitzengeschwindigkeit bis zu 125 km/h, über Kopf bis 65 Meter. Dann steht da die Eintrox. Oder Intox oder Überschlag in 22 Metern Höhen, also mal wieder eine Überschlagskiste. Dann steht da natürlich der Konga, 120 km/h schnell, 45 Meter hoch. Mrs. Gravity, 18 Meter, 90 Grad, Gradwinkel, 18 Meter. Von Speed geben die hier nicht an. Dann ist ja der Nightstyle da, die alles in gerne Kotzschleuder. Predator.
Oh, da steht mal was von Alter. Wie? Der Zutritt ist erst ab einem Alter von 12 Jahren und einer Größe von 1,40 Metern erlaubt. Okay. Wenn Zano bis zu 41 ist, dann können halt die Familien auf die Raupenbahn gehen. Ist allerdings eine Raupe, die ein Dach über dem Kopf hat. Oder so gesehen eine Decke dann drauf kriegt. Dann geht's wieder mal wieder rasanter zur Sache. Der Shake and Roll darf natürlich auch nicht fehlen. Dann darf natürlich auch keine wilde Maus fehlen. Der Spinning Racer. Wilde Maus gehört natürlich immer dabei, wa? Lausticks, Goons-Geschäfte, was für ein Ding? Keine Ahnung. Och, kann man sich mal im Gruseln in die größte Geisterbahn. Seit 1923 begeistern wir das Publikum mit Geisterbahnen. Dann natürlich noch eine gruselige Bahn, Schloss Dracula. Dann wird es jetzt ein bisschen ungruseliger, aber was für kleine Kinder mal wieder am Start. Der Willi, der Wurm, der schlängelt sich natürlich auch da lang. Aber Gastronomien dürfen auch nicht fehlen. Dann ist einmal der Biergarten zum Ritter am da. Wo ist der urige Traf aus Schink? Ist auch da. Die Schwarzwaldgeister. Der Christian sind auch da. Der Steinmeister Außen, ja, keine Ahnung, ist auch da. Steinmeister aus Schen Betrieb ist auch da. Und Traber der Ausschenk ist auch da. So, gibt's denn da noch was zu Specs zu sagen? Oh! Noch 23 Tage? 23 Tage und dann steht da noch eine Zahl drunter, 20 Stunden, 50 Minuten und 53 Sekunden bis zur nächsten Kirmes. Boah. Ist natürlich da, haben wir auch ein Feuerwerk. Da müssen wir mal eben schnell nachluschen. Aktuell. Ah, da, ich hab's gefunden. Ich hab's. Termine, Mittwoch, 30. Mai, 15 Uhr, Happy Horror zum Kirmesauftakt.
16 Uhr Live-Musik im Biergarten zum Ritter. 17 Uhr Kirmeseröffnung. Fassanstich. Donnerstag, den 31. Mai. 9 Uhr. Vor Leichnamsprozession. 16 Uhr Live-Musik im Biergarten zum Ritter. Freitag, 1. Ja, 16 Uhr Live-Musik im Biergarten zum Ritter. Samstag, 2. Juni. 11 Uhr Hits for Kids. Im Biergarten geht's wohl ab, wa? Wieder mal Live-Musik im Biergarten zum Ritter. Sonntag, 30. Juni. 30. Juni. Hast du einen an der Mütze? 3. Juni. So. Schon wieder Live-Musik. Ja, Sonntag ist nur Live-Musik am Start. Ja, und ein bisschen Kirmes, ne? Und Montag, den 4. Juni 2004. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube ja. Termine, guck mal da oben. 2018. Das Datum stimmt alles. Dann geht's zum 1. und da steht auf einmal 2014. Ich nix verstehen. Wenn das stimmt, ne? Montag, den 4. Juni 2014? Machen wir mal 4 Jahre drauf, dann haben wir 18, ne? Dann ist ja nochmal Live-Musik. Biergarten zum Ritter, der steht natürlich da. Und großer Abschlussfeuerwerk. Warte mal. Eine Sache. Können wir mal Kalender öffnen? Das will ich jetzt nachforschen. Kalender. Hallo. Hallo. Kalender, das mit einem Stoffadresse. So. 31. Mai, Donnerstag. Leichnam. Es geht ja bis Donnerstag, der 31. Es geht ja bis Montag, den 4. Ja. Im Kalender stimmt das alles, außer das Jahr dahinter stimmt nicht. Kollegen. Ihr solltet mal euer Datum ändern. Hier gibt's noch was zur Live-Musik im Hintergrund. Musik. Zweiten Nights Band mit Sänger Luisa und Drummer Barry Behrens mit Musik. Am Beat von Rock und Pop. Über Disco und Dance bis zu Top Hits und Oldies. Das ist der 30. Mai, was bei Musik hintersteht. Beim 31. den Donnerstag steht. Musik, Kirmes mit der Partyband Zwei Nights und Sängerin Luis um Biergarten zum Ritter von dem technischen Rathaus. Die Zwei Nights Band mit Sänger Luis und Drummer Bernd spielt Musik, Beat, Rock, Pop, Disco, Dance, Top Hits und Oldies. Hat sich das jetzt irgendwie verändert oder stand da der gleiche? Nehmen wir mal den 1. Schlagerband im Biergarten zum Ritter von dem technischen Rothaus. Schlagerband Trip Nights mit Sänger Luisa ab 20 Uhr. Gastrofite Schlager Du Neon. Oh, da kommt Schlager. Was kommt denn zum 2.
Dann kommt wieder das Rock-Pop-Ding-Gedöns. Und zum dritten ist es auch wieder Rock-Pop. Und zum vierten Wünschen-Konzert mit DJ Team Yogi und Bo. Wünschen-Konzert mit DJ Team Yogi und Bo im Biergarten zum Ritter von dem Technischen Rathaus. Stehen was zum Feuerwerk. Feuerwerk, 23 Uhr. Traditionell bedenkt sich Veranstalter und Schausteller bei ihren Besuchern mit einem großen Abschlussfeuerwerk. Traditionsbedenken sich Schausteller und die Stadt Oberhausen als Veranstalterin der Frohen Leichnam Kirmes bei den Besuchern mit einem knapp 15-minütiges Höhenfeuerwerk. Bestsicht auf das Feuerwerk steht auf dem Neumarkt und natürlich vom hohen Fahrgeschäft aus. Schätz mal, hohen Fahrgeschäft aus Riesenrad. Oh, ich glaube, mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Also trotzdem, wenn euch das heute dann gefallen hat, dann gerne Däumel nach oben, lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René. Tschüssi.